Aloha und herzlich willkommen vom Ali Drive. Es ist wieder diese besondere Zeit des Jahres zum ersten Mal seit 3 Jahren hier live aus Kailua Kona. Kona Daily heist es wieder. An 8 Abenden zu eurer Zeit, morgen zu unserer Zeit, wollen wir euch unterhalten mit allem, was wichtig ist zum Ironman Hawaii. Und wir werden über die Woche spannende Gäste haben. Der erste Gast ist heute Daniela Bleimel. Hallo Dani. Hi. Uns beide kennt ihr, euer Chefredakteur Nils Fieshardt, ja. Mein Name ist Frank Wechsel und wir wollen ein bisschen plaudern über das, was uns erwartet die nächsten Tage und ja, kann man ja schon fast sagen Wochen, es ist ja noch ein bisschen hin, für die einen mehr, für die anderen weniger, auch darüber werden wir reden, über 2 Renntage. Bevor wir damit einsteigen, machen wir einen kurzen Moment Werbung. So, Dani, wir sehen uns wieder auf Hawaii. 2 Mal haben wir uns schon gesehen, 2016 und 2019. Jetzt wieder da auf der Insel. Seit wann bist du hier? Seit letzten Freitag, Freitagabend. So richtig, aber eigentlich seit gestern. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich mich wirklich hier angekommen gefühlt habe. Aber jetzt ist alles gut und jetzt fieber ich dem nächsten Donnerstag entgegen. Ja, schön, dass du da bist, dass wir hier in der Show jetzt sprechen können. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war nach dem Ironman Frankfurt. Da warst du gerade im Ziel, hast den Sieg davongetragen und wir können uns gleich mal hier ein Video angucken. Julia hat deinen Mann begleitet durch die Strecke. Schönes Video bei ihr entstanden. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich witzel immer ganz gern und sage, dass ich lieber selber Ironman mache, als dass ich supporte, weil es einfach fast schon anstrengender ist. Aber nee, also bin da mit vollem Herzblut dabei. Geht der Puls erstmal runter, weil jetzt ist mein Job erstmal erledigt. Jetzt wird die zweite Phase im Kampf. Die Dame muss das Rennen bestreiten und wir betreuen, sodass das jetzt ein bisschen, wird ein bisschen passiver jetzt. Auf, alles gut, auf! Hier oben gibt es dann nochmal handgestoppte Infos. Hier steht der Nächste in Niederdorf-Felden und hier stehen dann wir. Die ist bei dir durch. Ah, okay. Und die Niki Bartlett, ist die auch schon durch bei dir? Hallo, Mario. Für uns ist die Zeit gekommen, wir warten jetzt nicht noch länger, die Zeiten kriegen wir über die Splits. Für uns heißt es Zeit jetzt nach Frankfurt abzuhauen, auf die Laufstrecke. Dani hat jetzt noch 20 Kilometer, das heißt, so viel Zeit haben wir selber nicht mehr, dann müssen wir mal schauen, wo wir rauskommen. Los geht's. Jawohl Dani, sauber! Schön 4:15 läufst du, stark! Alles klar? Bisschen weniger Kohlenhydrate. Die Bartlett hat nicht gesehen. Nein. Ich meine, die Dani. Die ist so schön durch. Ja, ob du sie getroffen hast, glaube ich. Ja, ich war da hinten. Ja, ich hätte sie vorne verpasst. Ich bin gerade noch am Stoppen. Ich hätte die Nächste. Der Katrin gesagt, hat, du wärst noch im Auto. Ja, genau. Ich habe sie vorne verpasst und hier dann eingeholt. Und die Körpersprache, die war auch eindeutig. Da geht einfach nichts mehr. Aber ja, wie gesagt,
die Konkurrenz hat momentan auch nichts zuzulegen und das ist nach wie vor 4 Minuten 30 ist halt ein Kilometer, so wie sie gerade laufen. Ja, das muss man jetzt einbringen. Also das war ja hinten raus natürlich ein schwerer Kampf und dann ist man irgendwie nur noch erleichtert und müde und froh, dass es sich dann ausgeht. Hat man ja so ein bisschen, ja, eigentlich über den Tag sehen können, wie sich das so aufbaut und dann irgendwie dann doch nicht so wird, wie man das plant. Aber ja, am Ende, das ist das, was zählt, ist, dass man sich da durchbeißt und dann einen Sieg mit nach Hause bringen kann. Und da muss man auch ganz schön stolz sein. Chapeau. Ja, Dani, der Ironman Frankfurt war ja schon die zweite Langdistanz nach dem Ironman Südafrika dieses Jahr für dich. Zwei Siege davon getragen. Wie bewertest du die Saison bis dahin so für dich und was hast du noch gemacht, bis du hier hergekommen bist? Naja, also von den Ergebnissen her war ja jetzt nicht so viel Spielraum nach oben und da hätte ich auf jeden Fall, wenn man mir das ja letztes Jahr um die Zeit gesagt hätte, also wahrscheinlich nicht mal ansatzweise geglaubt, dass das klappen kann. Aber man hat ja auch immer noch ja, die eigene Erwartung an die Leistung oder an das Gefühl, wie das sich anfühlen soll im Rennen. Und da war noch Luft nach oben. Es war einfach noch, ja, noch nicht das, was ich kann oder was ich jetzt hoffentlich hier zeigen kann. Aber ich glaube, das ist auch ja, in Ordnung im ersten Jahr nach der Babypause. Also es war alles so, wie es, ja. Ich bin sehr, sehr happy, wie es gelaufen ist auf jeden Fall. Es war ja auch noch viel los. Ich weiß, mit Dallas hast du so ein bisschen gehadert, ob du hinkommen kannst, dann fahren, ja, nein, lange weg von der Familie. Aber was hast du noch gemacht so im Aufbau bis jetzt? Ja, Dallas hat mich natürlich sehr gereizt, wären aber dann tatsächlich ja, fast 5 Wochen weg von zu Hause, was einfach mit ja, meinem großen Sohn nicht in Frage kam. Und ich habe ja, dann auch festgestellt oder nach Frankfurt tatsächlich war klar, dass ich erstmal wirklich noch einen richtigen, ordentlichen Trainingsblock machen möchte. Und bis dahin habe ich mich eher auf, jetzt nicht sagen, ja, eher auf die Schwächen konzentriert und habe so ein bisschen das Radfahren als selbstverständlich, glaube ich, gesehen oder mitgenommen und dann eigentlich so ein bisschen als Fazit gehabt, dass ja, dass das halt doch auch anders Körner kostet und da vielleicht noch so ein bisschen die Basis gefehlt hat, jetzt bei den ersten zwei Rennen und dann läuft man halt auch anders hinten drauf und ich glaube, da habe ich nochmal jetzt ordentlich eine Schippe drauflegen können und ja, ich also bin wirklich gespannt, was ich kann es gar nicht sagen, aber ich denke, ich bin fit. Hast du Dallas dir angeschaut und Notizen gemacht, live? Live nicht, ich habe es im Ticker verfolgt und habe mir aber eine Zusammenfassung dann angeschaut und ja, es, also wirklich wäre ich sehr, sehr gern gestartet auf jeden Fall auch. Aber auch mit den Bedingungen dann, die da geherrscht haben? Ja, es ist ja trotzdem spannend und einfach, ich meine, das sind die schnellsten der Welt, da will man schon dabei sein und ja, also gut, du meinst jetzt die Hitze wahrscheinlich, ja, wäre sicherlich auch eine gute Generalprobe, wobei ich finde, 3 Wochen vorher kann man auch da so ein bisschen den Fokus sich nehmen, also das war dann auch ein Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, weil es einfach, ja, eine wichtige Phase ist jetzt. Du hast das Radfahren angesprochen, 2019 bei deinem letzten Auftritt hier, du bist dann am Ende 9. geworden, Top 10.
Da hast du ein richtiges Feuerwerk auf der Radstrecke abgebrannt, kann man schon sagen, glaube ich. Mit Laura Philipp zusammen sehr herangekommen. Was glaubst du, lass uns mal über den Rennverlauf sprechen. Was glaubst du, wie kann das ablaufen? Ich meine, Lucy Charles Barclay ist wieder dabei. Das bedeutet fast immer, dass sie vorne rauskommen wird. Aber wo siehst du dich dahinter in der Schwimmgruppe? Mit wem kommst, würdest du gerne aus dem Wasser kommen und was glaubst du, wo bist du da am Ende? Ja, ich versuche da ehrlich gesagt gar nicht so viel mir vorher Gedanken zu machen, weil es kommt dann doch anders und dann ist man ja vielleicht schnell enttäuscht oder ja, ist einfach eine andere Konstellation. Einfach soweit wie es geht vorne und möglichst in einer Gruppe, die ich dann nach vorne verlassen kann vielleicht. Und ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen schneller auffahren kann vielleicht. Wobei ich insgesamt eigentlich eine ganz andere Dynamik erwarte. Also wenn Daniela so drauf ist, wie sie jetzt die letzten Male drauf, die letzten Rennen drauf war, dann ja, wird es sich, glaube ich, einfach sehr auseinanderziehen. Und so, du meinst tatsächlich, also dass sich auseinanderzieht, aber ich meine, danach seid ihr ja schon auch, gerade auch was die deutschen Frauen angeht, auch in einer guten Gesellschaft, die wollen ja alle schnell nach vorne, inklusive dir, du hast es auch gesagt. Also ist das schon das Ziel, nach vorne zu kommen, möglichst schnell und dann auch eben Akzente zu setzen auf dem Rad nach draußen? Ja, ich denke, es ist halt auch meine einzige Karte, die ich spielen muss, wenn ich ja am Ende auch vorne noch mit irgendwie mitspielen will, muss ich sicherlich ein bisschen Risiko gehen auf dem Rad. Würde mich aber ganz gern auch beim Laufen mal noch gut fühlen, als wäre es jetzt auch nicht, das Rennen ist halt erst im Ziel dann zu Ende. Aber ich meine jetzt einfach so von der Gesamtkonstellation wird es, glaube ich, schon anders sein, als beim letzten Mal waren wir dann eine Gruppe vorne und ich denke, also ich hoffe, dass es ein bisschen mehr auseinandergezogen sein wird. Ich verrate einfach mal, wir haben uns vorher schon unterhalten, da hast du gesagt, du hoffst darauf, dass der Wind noch ein bisschen kommt und dass die Bedingungen ordentlich knackig werden. Also da hast du nichts dagegen, sozusagen, dich da zu quälen an dem Tag. Ja, das müssen ja dann alle. Von daher bin ich da, ja, ein bisschen Wind wäre, würde ich mir wünschen, ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Laura Philipp war eben schon so ein Stichwort. Wir sind ja wirklich hier in guter Konsequenz. Die deutschen Frauen, sage ich mal, für die Top Ten haben gute Aussichten, da eine Rolle zu spielen. Du hast Laura ja schon geraced, wie man sagen kann, im Kraichgau dieses Jahr. Du bist Zweite geworden, du hast die vorne vor dir gehabt. Wie siehst du dich so im Ranking der Frauen? Liege ich richtig mit den Top Ten? Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein realistisches Ziel. Ich hoffe, vielleicht auch noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Dafür muss aber dann auch ziemlich viel zusammenpassen, wobei das ja muss es ja bei jedem. Es sind einfach super viele da, die Top 10 machen können oder ja, vielleicht auch Top 5. Und es wird wirklich spannend. Also es ist, wenn jetzt alle an den Start kommen, dann ja. Inwiefern spielt das Rennen von 2019 im Kopf bei dir noch eine Rolle? Ich meine, mich auch zu erinnern, dass du gesagt hast, dass du das als sehr positiv abgespeichert hast im Vergleich zu dem, wie es dir hier 2016 gegangen ist. Da bist du 36. geworden, hattest ja auch gesundheitliche Probleme. 2019 dann aber den Schalter umgelegt, Top 10, aber jetzt noch ein Stück weiter nach vorne. Ist das, also kannst du das tatsächlich als positive Erinnerung noch abrufen? Ja, auf jeden Fall. Also 2019 war so ein bisschen da habe ich so ein bisschen den Frieden geschlossen mit der Insel, weil ich einfach vorher wirklich unsicher war, ob es an den Bedingungen lag oder ob es vielleicht einfach mir nicht entgegenkommt hier. Und das konnte ich damit zumindest ausschließen. Und ich denke, es ist trotzdem ein Rennen, was einfach seine eigenen Gesetze und Regeln schreibt. Deswegen, also es kommt ganz anders, glaube ich, als man sich vorher vorstellt. Björn sagt das immer mit der Fehlervermeidungssportart. Ich glaube, das ist hier nochmal noch mal entscheidender. Und von daher, ja, man kann vorher immer viel erzählen. Ich hoffe, dass ich hinterher viel erzählen kann. Das hoffen wir auch, dass wir danach bei der Pressekonferenz auf jeden Fall uns danach darüber unterhalten können. Ja. Ja, was sich ja geändert hat, ist das komplette Szenario der Woche. Ihr startet mehr oder weniger für euch alleine. Ja, die Männer sind nicht schon unterwegs. Ihr habt euren eigenen Renntag. Darüber gibt es verschiedene Meinungen. Wie ist denn deine? Also ich finde es auf jeden Fall, es hat sich auch schon bewährt bei anderen Weltmeisterschaften, dass wir den eigenen Tag haben, finde ich auf jeden Fall ja, super. So das Gesamte, was es auch für Folgen hat, ja, für wie viele Athleten dann herkommen, dass alles teurer wird. Also es gibt ja ganz viele Punkte, die daraus so ein bisschen auch resultieren. Gibt es natürlich, also sehe ich sehr kritisch, aber ich finde, man muss dem jetzt auch erstmal eine Chance geben und schauen, wie es dann wirklich wird.
ja, wenn es wirklich so wird, dass man halt, ich glaube, ich habe jetzt hier 15, am Ende wahrscheinlich 20.000 Euro ausgegeben, wenn man nur noch so herkommen kann. Das entspricht welchem Platz im Ranking. Da denken wir jetzt mal nicht drüber nach, aber es geht ja jedem so, der hierher möchte und das vielleicht auch als Lebenstraum hat und das sollte halt keine, ja, finde ich, keine Grenze sein, also oder keine Entscheidung, ob es dann am Finanziellen scheitert. Das wäre sehr schade, ja. Viele Leute aus deinem Umfeld haben sich den Freitag freigenommen, weil sie die Nacht zum Freitag anders gestalten als andere Donnerstagabende. Alle. Im Kopf, aber alle natürlich hoffentlich. Ja, also wobei ich habe auch schon von dem einen oder anderen gehört, dass das halt ja Nachtdienst oder muss ich es dann am nächsten Tag nochmal anschauen oder schaut gar nicht rein, damit es trotzdem spannend bleibt. Also ja. Jeder wird es nicht live schauen, sorry. Ja. Die Abläufe sind ja tatsächlich für euch dann auch anders. Ne? Ihr müsst das jetzt alles ein bisschen anders takten, die Rennwoche. Ne? Also wenn ihr mit den Männern unterhaltet, die haben noch ein bisschen länger Vorlauf. Du hast auch gesagt, du musst heute noch zum Pool gucken, dass der noch auf hat, wenn du dahin. Deswegen wollen wir dich auch gar nicht so lange aufhalten. Wir sind sehr gespannt. Als Beispiel, der Hoala Swim ist jetzt halt für mich 5 Tage vorher. Das ist dann fast schon zu knapp, da nochmal 4 Kilo, also ich habe mich mal angemeldet, mal schauen, aber ich finde es, ja, es ist halt eine schöne Gelegenheit, einfach unter Rennbedingungen oder einfach mal so weit rauszuschwimmen, auch mit mehreren Personen, nicht ganz alleine. Delfinen und Haien, wir haben von Haien gehört, viele Athleten haben schon Haie gesehen hier. Super, vielen Dank. Und es ist dann doch weit, ne? Haben wir vorhin auch festgestellt, wenn man hier so rausguckt, irgendwie, wir können hinten den Pier sehen. Da sind immer noch welche unterwegs, die, ja. Die Wendeboje können wir nicht sehen, es ist dann doch schon auch eine Herausforderung. Also großen Respekt dafür sowieso, dass ihr euch dem stellt und vor allen Dingen auch in welcher Geschwindigkeit. Ja. Vielen Dank, Dani, dass du da warst. Ja, danke wir euch. Können dich aber nicht entlassen, ohne dass du unser T-Shirt unterschreibst. Ja, das mache ich gerne. Jetzt müssen wir es einmal entfalten. Ich lege mal mein Mikro an die Seite. Nils, du musst das jetzt moderieren, den Prozess hier. Ja, genau. Wir haben, das gucken wir dann, wer das bekommt. Aber wir wollen... Das wird verlost. Genau. Das wird dann Verlust und alle, die kommen, sollen darauf unterschreiben. Du bist unser erster Gast. Premiere. Darfst du die Premiere machen? Genau. Das sieht sehr routiniert aus bei der Pressekonferenz der Frauen. Die Top 5 müssen auch dann immer danach auf Bildern unterschreiben vom Rennen. Ich finde, das sah schon ganz danach aus. Also das ist der Beweis, die Platzierung ergänzen wir dann. Das heißt, wer auf dem Podium landet, der darf auch wiederkommen in die Show, dann darfst du es selber reinschreiben. Vielen Dank, Daniela Bleimel, und alles Gute fürs Rennen. Dankeschön, dass du da warst. Einsprechen, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, Nils, ihr seid gestern angekommen. Wie ist jetzt so der erste Morgen? Gut, also wir haben ja quasi nahezu durchgemacht irgendwie, mit das alles durcheinander mit Zeitumstellung und Gepäck nicht da und so weiter. Wir durchleben alles, was die Age-Grouper und auch einige Profis auch durchleben müssen. Und ja, aber es war ein sehr, sehr gutes Gefühl, heute Morgen die Augen aufzumachen und auf den Ozean zu gucken. Und ich freue mich auch schon, die Füße da reinzuhalten, auf die Radstrecke zu gehen, hier zu laufen. Und mit den ganzen Leuten zu sprechen, denn jetzt geht's los, jetzt kann man sich die Köpfe heiß reden. Ja, ja, es ist ja tatsächlich so, man kommt hier im Dunkeln an in der Regel, wenn man aus Deutschland kommt. Jetzt kriegen wir Szenenapplaus, da hinten ist Bob Babbitt gerade aktiv, Breakfast with Bob im Hintergrund. Man kommt ja im Dunkeln an und geht dann in die Nacht und am Morgen sieht auf einmal alles ganz anders aus. Ja, absolut. Wetter ist top, Bedingungen sind gut, also es kann auf jeden Fall, können schöne Tage werden jetzt bis dahin. Und ich freue mich tatsächlich auch auf die Begegnung halt mit den ganzen Athleten, die jetzt einfach sich auch darauf einstellen, ja, eine unfassbar lange Reise ja hinter sich haben. Ne? Auch bei den Profis, genau, wir haben es von Dani gehört, ich meine Ironman Frankfurt, das ist ja quasi so im, gefühlt ist das schon gar nicht mehr wahr, irgendwann im Sommer gewesen, da sind viele Monate Training reingeflossen und jetzt spitzt es sich halt zu auf die letzten Tage und das ist, kann ich mir gar nicht ausmalen, was das für ein Gefühl sein muss, dann hier jetzt bei der Weltmeisterschaft starten zu können. Ich nehme an, es ist ein gutes und ich nehme an, dass so, ja, der Puls so ein klein bisschen steigt jetzt in den nächsten Tagen. Ja, das glaube ich auch. Wie war es für dich? Du hast ja jetzt nichts, wo du hintapern konntest, weil zum Beispiel der Path Run, der hinten da hinter quasi unserem Studio langläuft, der neuen
Terminplanung zum Opfer gefallen ist. Ja, ja, das ist alles, alles ein bisschen enger, deswegen, aber ich glaube, wir werden trotzdem nochmal die Laufschuhe schnüren und auch nochmal uns ein bisschen hier einschenken. So ein bisschen, so ganz ohne sportliche Herausforderung kann ich die Insel dann doch nicht verlassen. Mal gucken wir mal, was das wird für die nächsten Tage. Ich habe meine, ich kann es mal zeigen, ich bin nicht stolz drauf, ich habe meine sportliche Herausforderung gestern hinter mir. Ich bin nämlich Rad gefahren und ich habe gedacht, wenn, dann fahre ich auch nicht 70 oder 80 Kilometer, sondern 180,2, so muss es sein. So wie sich's gehört. Ja, und da ich ein bisschen länger unterwegs bin als Daniela Bleimel und die anderen, habe ich auch ein bisschen mehr Sonne abbekommen und ja, hatte aber meinen Spaß. Ich habe einen kleinen Film mitgebracht vom Wendepunkt aus Hawi. Ich stehe hier auf dem Wendepunkt der Radstrecke des Ironman Hawaii, gleichzeitig auch fast der höchste Punkt der Strecke. Der liegt so ein bisschen vor hier dem Ort Hawi, ganz im Norden von Big Island an der Kohala-Küste. Und ich weiß nicht, wie oft ich hier schon war. Zuerst 1996, als ich hier selbst gestartet bin. Und ich glaube, es hat sich seitdem gar nichts verändert. Aber auch wirklich so rein gar nichts. Die Autos und die Fahrräder sind ein bisschen moderner geworden. Aber das Kohala Trade Center, da sieht man das Art mit Geschichte. Den Laden S. Hawi Turns, den gab es immer schon. Und auch das Bamboo Restaurant. Ja, so sieht das hier aus. Ein Ort, der ja, ich glaube, eher so eine kleine Hippie-Hochburg ist, als wirklich eine Triathleten-Hochburg. Wohnen tut hier von den Athleten niemand. Ja, wir haben hier Kilometer 96 der Radstrecke, also noch 84 wieder runter. Die Abfahrt hier runter ist sehr, sehr schnell und darum werdet ihr auch wenig Bilder aus Hawi sehen vom Rennen, zumindest nicht von mir. Ich fahre ja gerne mit dem Motorrad raus während des Rennens auf die Radstrecke und mache meine Fotos, aber bis hierhin dürfen wir gar nicht fahren, weil hier am Wendepunkt wird es natürlich sehr eng und vor allen Dingen geht es raus mit rasender Geschwindigkeit. Ich warte meistens so 5 Kilometer vor Hawi am Straßenrand und das ist sehr interessant, wenn ich da ein Stück vorfahre, da gibt es so eine Kuppe, die kennt ihr, da läuft oben die kleine Stromleitung rüber. Die Bilder, die gibt es jedes Jahr, da sind immer so 5, 6 Fotografen gleichzeitig und warten auf die Spitze, die da kommt. Und die kommt da noch als Zug angefahren. Und dann geht es hier rein nach Hawi und wieder raus, wie gesagt, insgesamt vielleicht so 10 Kilometer. Und das Rennen hat sich dann komplett geändert. Es geht in rasender Geschwindigkeit bergab, da reißt dieser Zug komplett auseinander. Und dann gibt es wichtige Entscheidungen zu treffen. Wer ist da vorne? Lohnt es sich, da mitzufahren, da mitzugehen mit dem Motorrad? Denn man hat nur diese eine einzige Chance. Die Abfahrt ist so schnell, die fahren da teilweise 80, 90 Sachen. Und wenn die erstmal weg sind, dann sind die weg. Da kommen wir auch mit den Motorrädern nicht hinterher, denn wir dürfen ja auch nicht uns komplett frei bewegen. Es gibt Rangers, Marshals, Sheriffs auf der Strecke, die teilen das genau ein, wer wann seinen Fotoslot bekommt. Und ich bin auch schon mal den Rückweg von Hawi bis nach Kailua Kona in einem anderen Expresszug gefahren, und zwar in der Reihe der Motorräder, die darauf gewartet haben, vorgelassen zu werden. Das war, als Ironman angefangen hat, die Live-Übertragung ein bisschen aufzupeppen, und die haben gesagt, wir machen unsere eigenen Bilder und die Presse, die bleibt mal schön da hinten in zweiter Reihe. Wir haben uns dann zurückfallen lassen und das war eine sehr gute Entscheidung, denn war ich dann nämlich der einzige Fotograf, der das Bild gemacht hat von der entscheidenden Überholung, als Daniela Rief an Lucy Charles Barclay vorbeigezogen ist, wie es halt immer so passiert hier. Ja, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ich bin diese 96 Kilometer hier hochgeradelt, habe ein bisschen gelitten und hoffe, dass der Wind jetzt nicht gedreht hat, wie das so oft passiert hier mit dem Mumuku, denn dann wird der Rückweg ganz schön hart. Ich werde berichten. Ja, also Nils, alles unverändert in Hawi. Das heißt, es gibt noch die gleichen Sandwiches. Weißt du noch, was letztes Jahr deine Choice war? Oh, immer irgendwas mit Avocado, Toast und so weiter. Aber das ist alles gut. Man kann da immer sehr gut sich verpflegen. Muss man auch. Ja, ich glaube sogar, da oben ist die Inflation noch nicht mehr angekommen. Oh ja, das wäre schön für die Bewohner von Hawi und für alle, die da hinfahren. Aber jetzt jedes Mal da hinfahren zum Essen ist vielleicht dann auch ein bisschen weit. Ja, ich glaube, der Ami, der hat es da nicht so genau, ja, also was hier an Autos rumfährt und so. Das Sprit, ich habe gesehen, eine Gallone kostet 5,23 Dollar. Dollar und Euro sind ungefähr ähnlich, das heißt 4 Liter Sprit. 5 Euro. Du, Ritsch, Ratsch, dann fällt das alles nicht mehr so auf. Die Kreditkarte muss glühen über die Tage und dann da machen wir uns dann am Ende Gedanken. Ja, dafür frisst das Durchschnittsauto auch mehr hier und dann ist es wieder pro Kilometer das Gleiche. So. Ja, und Autos gibt es viele. Also auf dem Highway, da ist echt richtig, richtig was los. Und wo es Autos gibt, gibt es auch Tankstellen. Wir machen einen kleinen Moment Werbung und dann zeige ich euch, wen ich an einer Tankstelle, an der Tankstelle getroffen habe.
Ja, es ist die Tankstelle tatsächlich für Triathleten, denn nach einer langen Wüstenfahrt ist es die Oase. Und ich glaube, in diesen Tagen sind da deutlich mehr Triathleten zu Gast. Ich weiß nicht, was die alles noch an Eis nachgeordert haben. Vor allen Dingen, wenn die wüssten, wie viele Menschen die schon das Leben gerettet haben, weil sie halb verdurstete angekommen sind. Und man munkelt sogar, der ein oder andere kauft auch eine Cola und trinkt sie schon, bevor sie bezahlt hat, Frank. Ja, das lösen wir an anderer Stelle mal auf. Also ich bekenne mich schuldig, aber es war eine andere Tankstelle auch. Ja, aber es muss, also da werden wirklich lebensrettende Maßnahmen werden da vorgenommen. Elektrolyte nachgetankt, Eis, Riegel, Cola und Mars, alles, was weiß ich, was es so gibt und wo möglichst viel Zucker drin ist, also wird ausgeschenkt. Ich brauchte was blubbert, was Zucker enthält, was flüssig ist und was kalt ist. Ne? Aber mit diesem Zucker war ich da in dem Moment der Einzige, denn ich habe Jan van Berkel getroffen, der steht nicht so auf Zucker. Kilometer 65 der Radstrecke, wir sind hier in Kabai Hae. Hier endet der Queen K Highway und es geht auf die Straße nach Havi. Ungefähr 30 Kilometer sind es noch. Manche sagen die schwersten 30 Kilometer der Strecke, weil man nie so weiß, wie der Wind hier steht. Einer, der diese Strecke kennt, ist Jan van Berkel. Hallo Jan, grüß dich. Hallo zusammen. Wir haben uns gerade hier an der Tankstelle getroffen. Wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Die ersten 30 Kilometer jetzt von meiner Unterkunft waren ziemlich windig, aber war locker Warm-up. Und jetzt beginnt mit der Steigung danach meine Intervalle. Intervalle, wie sehen die aus auf dem Stück? Kann man das da gut pacen? Oh, du, man ist immer selber verantwortlich für das Pacing, zumindest im Training. Also ich habe 4x20 Minuten auf etwa 310 Watt. Von dem her, das sollte gehen. Mal runter, wie dann schauen, wie dann der Wind steht runter, wie das geht. Aber das ist ja auch gut, um sich da ein bisschen dran zu gewöhnen. Wie lange bist du schon auf der Insel? Wie weit hast du dich akklimatisiert? Ich bin jetzt der fünfte Tag hier, von dem her, es wird immer kühler vom Gefühl her, aber es dauert noch eine Weile, bis ich sicher genügend schwitze. Aber der Schweizer oder der Europäer-Sommer war ja sehr warm, von dem her, das wird sich sehr schnell wieder anpassen bei mir. Es sind jetzt noch ungefähr 10 Tage bis zum Rennen. Wann fährst du runter? Wann ist das Training wirklich für dich abgeschlossen, dass du sagen kannst, jetzt kann das Rennen kommen? Ja, leider bin ich vom Genotyp eher ein Athlet, der wenig Tapering braucht und deshalb auch kriegt. Von dem her wird es noch lange dauern, bis ich wirklich richtig locker trainieren darf. Du nimmst deine Ernährung ja sehr ernst. Jetzt zeige ich mal hier das ganze Bild. Hier gibt es Lunchplates, Bento, Fried Chicken. Was ist an Jan van Berkel hier an der Tankstelle? Also ich habe ja den schönen Schweizer Verpflegungssponsor. Da sind Elektrolyte drin, ohne Kohlenhydrate. Und dann habe ich mir jetzt ganz amerikanisch hier das Powerade gegönnt. Aber natürlich, wie ihr seht, Zero Sugar. Funktioniert das in Amerika? Kann man hier Zero Sugar leben? Oh, Zero ist ja immer so verhältnismäßig, aber in Amerika gibt es ja immer die Extreme und von dem her lebt sich es hier ganz gut als Low-Carb-Athlet. Ja. Ich sehe hier gerade, du fährst mit einem Kettenblatt, richtig? Genau, ja. Funktioniert das hier auf der Strecke bei den unberechenbaren Winden und so weiter? Ich bin in Inferno gefahren mit dem 50er Kettenblatt, von dem her denke ich, habe ich hier keine Probleme. Okay, und du hast einen Helm am Lenker, so sieht es fast aus. Das sind ja besonders tiefe Armschalen. Spezialanfertigung? Ja, das hat Jean-Paul von Swissside für mich hergestellt. Mit denen kann ich meine extremen Armwinkel sehr gut fahren. Ist auch sehr ergonomisch, auch wenn es für viele Leute nicht so aussieht. Aber ich gewinne so Watt und Ergonomie, von dem her, das hat sich jetzt einige Male bestätigt und ich hoffe, dass ich jetzt auch jetzt nächstes Wochenende hier dann umsetzen kann. Ja, viel Erfolg dabei und viel Spaß bei den Intervallen. Danke vielmals. Jan van Berkel, ohne Zucker unterwegs in jedem Training, könntest du das? Nein, also das ist tatsächlich für mich ein großes Rätsel. Also der ordnet ja quasi sein ganzes Leben dem unter und jetzt, wie ist der Fachbegriff, also er ernährt sich Keto. Und ohne da jetzt ins Detail gehen zu können, weiß ich halt, was das bedeutet. Eben dem Zucker abschwören, bis dann der große Renntag kommt und dann Karacho. Er sagt von sich ganz klar, dass ihm das viel gebracht hat. Er dadurch tatsächlich als Athlet einfach auf eine neue Stufe gekommen ist und seitdem auch tatsächlich auch, hat auch dann kurz danach dann seinen ersten Ironman-Sieg gehabt. Ja, spannender Athlet, der auch immer so ein bisschen unterm Radar sich bewegt, aber den man schon auch hier mit auf dem Schirm haben sollte. Ja, was traust du ihm zu? Boah, das ist eine gute Frage. Also das ist wie immer, ich könnte jetzt einfach sagen, so am guten Tag kann er unter die Top 10 kommen, aber das gilt hier eigentlich für alle. Also von daher ist das immer ein sicherer Tipp. Schwer zu sagen. Aber ich glaube, im Rennen greift er dann auf Zucker zurück, ja?
Soweit ich weiß, ja, das ist das Prinzip, dass es dann, dann Vollgas gibt und dann eben, ja. Aber nicht, dass ich mir jetzt hier aufs Glatteis begebe und die Ernährungsexperten sagen, was macht er da? Ich bin kein Ernährungsexperte, wie man sieht und auch weiß von mir. Nennen wir es mal Intervallfasten extrem. Ja, ich hätte das nie gekonnt ohne Zucker gestern. Ja, das wird ganz schön hart hinten raus. Wir machen noch einmal Werbung und dann zeige ich euch noch, wer mir gestern das Leben gerettet hat. Ja, ich habe das mal mir so gedacht, um über die Strecke richtig reden zu können, muss man sie erfahren haben. Ja, das habe ich schon mal gemacht, einmal am Start, 1996, dann glaube ich vor 3 Jahren oder bis 4 Jahre her, ich weiß es gar nicht, bin ich die Strecke auch einmal komplett gefahren. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie so gelitten wie gestern. Ich glaube, das können viele von sich sagen, dass sie hier schon mal richtig abgekackt sind, so wie man das auf gut Deutsch sagen müssen, weil das einfach auch viele Leute unterschätzen. Ne? Also das heißt dann einfach so, ja, wir gucken uns die Radstrecke an. Aber selbst wenn du einmal hier nach Harvey nur gefahren bist, 90 Kilometer ist jetzt, hört sich so an, ja, ist ja klar. Aber was das bedeutet hier, was man hier für Wellen mitnimmt, wie oft man mit dem Wind kämpft und so weiter. Und was das vor allen Dingen auch für die... Ja, für die Logistik bedeutet, ne? Es ist halt eben nicht im Rennen, wie man an den Verpflegungsstationen vorbeifahren kann, sondern Wasser, Zucker, alles musst du irgendwie nach. Also, und ich glaube tatsächlich, dass da einfach viele auf den Highway rausgehen, sowohl von den Athleten, hoffentlich nicht ganz so viele, aber auch Supporter, die dann halt denken, ich fahre da mal hin und machen sich vielleicht nicht ganz so einen detaillierten Plan. Ja, man sollte den detaillierten Plan machen. Wobei, der Plan war nicht schlecht. Ja. Ich hab 6 Liter getrunken unterwegs und auch sehr viel mit Zucker. Es hat am Ende nicht gereicht. Ich glaube, es war einfach eine Summe von Schweißverlust, Sonnenstrahlung, Strahlung. Ich kann es nochmal zeigen hier. Ja, an den Beinen sieht es nicht besser aus. Das sieht man wahrscheinlich nicht. Shame on you. Shame on me, ja, obwohl ich nachgecremt habe und Lichtschutzfaktor 50. Aber ich fahre halt nicht 4 Stunden 30, sondern war... Ich glaube, 7,5 Stunden unterwegs irgendwie, plus Pausen, wobei ich die Pausen dann doch im Schatten gemacht habe, sofern es welchen gab. Ja, also die Herausforderung der Strecke ist eben, es ist, gestern war es durchgehend sonnig. Also wir haben auch Tage gehabt, wo es verhangen war. Ja. Ich habe noch nie so viel von so vielen Punkten der Strecke aus den Mauna Kea gesehen oder den Haleakala auf der Nachbarinsel auf Maui. Es war einfach super sonnig die ganze Zeit und Wind... Ja, wie es so ist, der Mumuku, der kommt immer von vorne, oder? Mittags, wenn man in Harvey ist, dann dreht er. Ja. Das ist echt ein ganz schön gemeine. Gustav Iden hat sich auch so geäußert, hat auch seine Strava-Einheit gepostet und hat gesagt, sag mal, Wind, Hinweg, Rückweg, beide Male von vorne, ist das einfach böses Karma oder ist das hier immer so? Ja, und das Problem an dem Wind ist, dass sich die Strecke ja von der Optik über lange Phasen nicht so wirklich ändert. Und dann fährst du und es geht leicht bergan. Ich meine, wir haben keine großen Steigungen hier und der Wind war auch nicht sonderlich stark. Aber der kommt halt permanent von vorne, dann fährst du da mit 17 km/h. Und es fühlt sich einfach fies an. Es fühlt sich fies an, weil du kommst nicht vorwärts. Ne? Was mir aufgefallen ist gestern, es waren fast nur Frauen draußen. Also ich würde sagen, ja, was heißt fast nur, aber bestimmt 3/4 Frauen. Die haben natürlich jetzt auch so ein bisschen Druck, ja, und sind wahrscheinlich auch eher angereist durch den vorgezogenen Renntag. Und man hat ja dann ein bisschen Zeit zum Denken, es passiert ja nicht viel, ja. Also es ist die ganze Zeit rechts Lava, links ein Auto nach dem anderen. Auch das wird man nicht los auf der Strecke, außer hinten nach Harvey dann raus. Aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe dann gemerkt, als das härter wurde, weil ich mir auch noch nicht so schlüssig war, wie ich das mit diesen beiden Renntagen finde und der Verdopplung des Starterfeldes, aber ich kam irgendwie so zu dem Schluss, eigentlich ist das eine gute Sache, weil das Finish musst du dir auf jeden Fall hier verdienen. Ja, du hast mehr Chancen überhaupt, die Chance zu haben, das Finish dir hier zu verdienen. Aber um das zu bekommen, musst du einfach dann perfekt vorbereitet sein, weil ich in meinem Zustand, also ich hätte 0,0 Meter laufen. Also ich kann es jetzt sagen, es gibt noch einen Film dazu, aber ich habe an der Tankstelle, die du erwähnt hast, wo ich 1 Liter Cola vor der Bezahlung geäxt habe, da habe ich eine halbe Stunde Pause gemacht und das war bei Kilometer 175. Es wäre nicht gegangen, ich wäre hier nicht in den Ort reingekommen. Da war wirklich mal richtig zappenduster. Klar. Und dann steht halt der Marathon an, über den wir ja dann auch noch irgendwann noch mal reden werden mit den richtigen Leuten.
Aber ja, wie du sagst, ich meine, klar, wir müssen erstmal, das hat Dani ja auch gesagt, jetzt lassen wir erstmal das auf uns zukommen, wie sich das entwickelt mit den beiden Renntagen und gucken uns das an. Ich kann dem auch Positives und Negatives abgewinnen. Wir ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das auf die Renndynamik auswirken wird. Und das, da hast du natürlich 100% recht, verdienen muss man sich das Finish hier schon. Aber ich meine, wer es hierher geschafft hat, und ich meine, das wäre der völlig falsche Eindruck, der da entstehen würde, wenn man sagen würde, so, dass, es wird einem nach wie vor ja nicht geschenkt, hierher zu kommen. Mhm. Also hierher es zu schaffen, und hier sind immer noch die besten Athleten. Und auch wenn es der eine oder andere dann vielleicht nicht angenommen hat, aber alle, die da aufgerückt sind, sind ja nicht durch Zufall hier. Ja, aber bist du dir so sicher, dass die alle topfit sind? Wir haben es in Utah gesehen, wo es ja ein ähnliches Phänomen gab. Da gab es ja auch den Ironman Utah, der schon vorher ausgeschrieben war. Dann wurde die WM aufgesattelt. Und es waren doch viele Athleten da, die eben nicht so vorbereitet waren, wie es bei einem WM-Feld aussieht. Und dann hatten wir auf einmal 21% DNF-Quote. Ja, aber ich meine, das liegt ja fast in der Natur der Sache, ne? Also wenn du dich, also ich meine, davon ausgehen zu können, dass man sich qualifiziert als Age-Grouper hier, da muss man schon sehr, sehr gut sein und muss schon wirklich selbstbewusst an die Sache rangehen. Das kann ja kaum jemand. Mhm. Und wenn du dir das vorstellst, du hast dein Rennen irgendwann spät im Sommer und oder auch schon früh qualifizierst dich, musst dann aber in dem Moment, wo du das angenommen hast, deine Saison ja komplett umstellen. Wohl dem, der mit Power and Pace trainiert, dem wird das ja quasi nochmal serviert, der Kona-Plan, wie man dann hier das schafft tatsächlich. Aber das ist, ich stelle mir das unheimlich schwer vor, also auch dann vom Kopf, dann wirklich nochmal topfit zu sein und hier das beste Rennen abzuliefern. Sehr, sehr schwer. Also ich lasse mich gern von allen überraschen und bin auch immer sehr begeistert, wer dann hier wirklich das dann auch schafft, dann hier wirklich seine Topleistung abzuliefern. Aber ich finde ja immer, das braucht es auch im Endeffekt gar nicht. Also ich finde, es ist ja Belohnung, hier an den Start gehen zu können. Mhm. Und jedes Finish hier ist eigentlich völlig unabhängig von der Zeit. Ich habe es gerade im Rating-Report von Thorsten Rade nochmal gelesen. Es ist einer der langsamsten Ironmans, die es überhaupt gibt. Auch also bei, den, ja. Bei den Profis. Das beruhigt mich jetzt. Warum da auf Zeiten gucken? Ne? Ganz genau, ganz genau. Was sich verbessert hat, ist der Asphalt, ja, über weite Strecken. Nice. Was anders wird, und das muss man natürlich auch diskutieren. Wir haben... Wenn du hier durch die Stadt gehst, also jeder zweite Laden ist zu, da steht For Lease und bei den anderen steht We are Hiring. Und das Problem, Mitarbeiter zu finden, das gibt es auch beim Rennen. Ja? Es werden 8000 Volunteers gebraucht, die sind nicht so einfach zu rekrutieren. Also ist ein Schritt gewesen, wir bauen weniger Verpflegungsstationen auf, ziehen die etwas weiter auseinander. Und das muss man natürlich wissen im Vorfeld. Absolut, das gehört, klar, das gehört dazu. Du musst immer mit den Bedingungen umgehen, die der Renntag liefert. Und das natürlich Streckenkenntnis und wo sind meine Verpflegungsstationen, hier natürlich extrem wichtig. Ja, ja, und das ist dann natürlich gefährlich oder spielt eine Rolle, es spielt in der Spitze keine Rolle. Ja, da ist das getimed, aber wenn du dann langsame Athleten hast, die halt nicht wie ich gestern mit 14, 15, 16, 17 da fahren, sondern gerade noch mit 10 km/h vorwärts kommen, da kann so eine Distanz von einer Verpflegungsstation zur nächsten dann auch mal richtig, richtig lang werden und das kann bei der Hitze dann auch böse enden. Du machst mir hier richtig schlechte Gefühle, wenn ich daran denke, die Ratsche, aber ich muss hier auch nicht fahren, aber das ist, ja klar. Du, mein Leihrad steht da hinten, ja? Also. Ja, das Rad steht da, ja, mal gucken, aber na, ich glaube, die Radstrecke sieht mich dieses Jahr nicht. Ja, ich war zumindest froh, dass es anders organisierte Verpflegungsstellen gab, außer den Tankstellen. Meine Lebensretter, die haben irgendwann rechts am Straßenrand gestanden, eine wunderbare Familie, und die haben mich ja, nicht ganz uneigennützig verpflegt. So, diese Leute hier haben mich gerettet. Es gibt nämlich eiskalten Kaffee. Handmade coffee from Hawaii. Where is it from, the coffee? Kau. 100% Kau coffee. Where is that area? It's volcano side of the island. Oh, okay, volcano side. The side where it's raining a lot, I think. Yeah. Auf der Regenseite. Und wir sind hier bei Kilometer 135 der Radstrecke. Und ich glaube, es ist eine gute Geschäftsidee, hier Kaffee und Wasser zu verkaufen. Der Kaffee eisgekühlter Latte Macchiato, $8 das Stück, aber jeden Cent wert, wenn man dringend Koffein, Eis und Kaffee braucht. Ah, ich genieße das jetzt. Danke euch. Thank you very much. Enjoy your... A lot of athletes stopping by here. Absolutely. The athletes are coming. They're stopping, getting juiced up for that. Yeah, so you like Race Week. Oh, we love it. Ja, yeah. Also hier kann man es aushalten. Außerdem gibt es ein kleines bisschen Schatten. Der Baum hat zwar nicht so viele Blätter wie die Bäume bei uns zu Hause, aber ein bisschen ist es wert. Ich werde das jetzt genießen. Euch viel Spaß weiterhin. Aloha! Aloha!
Ja, wir wissen, es ist alles teurer, aber Kailua Kona und die ganze Kona-Küste, die brauchen den Tourismus und das ist eine Familie, davon profitiert, dass Ironman da ist. Ja, das ist ja viel diskutiert hier, eins würde ich sagen, der ganz großen Themen im Vorfeld. Auch das ist eins, was man dann im Nachgang nochmal bewerten muss. Ich habe gestern nach unserem ersten Supermarktaufenthalt nicht auf die Rechnung geguckt, sondern habe gesagt, einfach abhaken, bezahlen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt am Ende. Ja, du, aber letztendlich, das soll jetzt die Vorfreude auf das, was hier passiert, nicht schmälern. Ich bin so gespannt auf die ganzen Begegnungen hier und freue mich einfach tierisch darauf jetzt hier, dass es echt bald losgeht. Ja. Nur noch wenige Tage. Also gehen wir auch los, gehen wir raus an den Ali E-Drive und lassen uns inspirieren, lassen uns treiben in der Menge, die ein bisschen größer geworden ist dieses Jahr. Ja. Wir machen natürlich weiter mit Kona Daily, auch nach einem etwas rumpeligen Start. Morgen sind wir wieder für euch da mit einer neuen Episode. Wir haben 8 Episoden geplant, 3 hintereinander an diesen ersten 3 Tagen. Dann machen wir am Sonntag mal ein bisschen Pause. Montag, Dienstag, Mittwoch geht es weiter. Am Freitag dann die erste Episode nach dem Rennen der Frauen und einiger Age-Grupper-Klassen. Und am Sonntag dann das große Finale mit vielleicht 9 deutschen Weltmeistern. Wir werden sehen. Vielleicht ja auch schon am Freitag. Ne? Ja, vielleicht auch am Freitag. Einer, der das Rennen schon gewonnen hat, und zwar zweimal, der ist morgen Abend bei uns bei Kona Daily. Unser Gast in der morgigen Sendung ist Patrick Lange. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Verfolgt uns auf allen Kanälen, die ihr finden könnt. Wir haben unseren Live-Ticker laufen, jetzt auch mit viel mehr News noch von hier, weil das Team komplett ist, unter tri-mag.de highlife. HI ist die Abkürzung für den Bundesstaat Hawaii, also HI Live. Ihr findet auch den Button auf der Startseite und rund um den Button auch ganz viele aktuelle Berichte und Informationen zum Rennen. Nils, vielen Dank. Nichts zu danken. Wir sehen uns morgen wieder. Absolut. Freuen uns drauf. Mahalo.